Der Vortrag wird also über diese berühmten, berüchtigten Kilesas gehen. Wir sind gerade wieder mal gestresst, erschöpft, fühlen uns eingeengt, gereizt, unzufrieden, unter Druck, zweifeln an uns und der Welt. Warum? Unsere Gesellschaft, die vielen Reize, die bedenklichen Entwicklungen in letzter Zeit, extremistische Haltungen, die überall scheinbar auf der Welt stärker werden, sicher eine Ursache. Dann der große Arbeitsanfall, Arbeit, die mich anfällt und bedrängt, kann auch ein Punkt sein. Ein weiterer Grund ist schlicht und einfach, Kilesas sind in unserem Geist. Kilesas sind Zustände in Herz und Geist, die uns gestresst, verspannt und unzufrieden machen. Kilesas ist in Pali, in der Sprache, in welcher Buddha seine Lehre, oder in der seine Lehre niedergeschrieben wurde. Auf Sanskrit heißt es Kleshas. Wörtlich bedeutet es Plage oder Befleckung. Es ist ein großes Spektrum an täuschenden und quälenden Zuständen in Herz und Geist. Die heute gehörten und geübten fünf Hindernisse gehören auch dazu. Es sind Herz und Geist trübende Leidenschaften, Gefühle, Emotionen, Stimmungen, auch Gedanken, Anschauungen, Annahmen, im weitesten Sinn auch innere Handlungen. Sie alle sind nicht heilsam und entstehen meist unbewusst in Reaktion auf eine Erfahrung. Oft sind Kilesas von Rastlosigkeit und einem sinnlosen Wiederkäuen alter Geschichten und eigener Meinungen begleitet. Bei Kühen ist ja das Wiederkäuen sinnvoll, aber weniger bei uns, wenn wir schon zum x-ten Mal uns die gleiche Geschichte erzählen und danach begleitet von den gleichen Emotionen. Etymologisch bedeutet Kilesa das, was von innen Probleme macht. Also es zeigt ihre subjektive Natur, dass sie uns von innen heraus plagen. Und darum wird auch in traditionellen Texten davon gesprochen, dass wir unsere inneren Feinde bekämpfen müssen. Geistesgifte finde ich auch noch eine gute Übersetzung. Unser Geist ist mit Negativem vergiftet, gelähmt und kann deshalb seine normalen Funktionen nicht ausführen. Statt klar ist er diffus, statt ruhig und gelassen ist er reaktiv. Ähnlich wird auch der Begriff Geistestrübungen öfters verwendet. In Englisch ist es oft Defilements, wird es als Defilements übersetzt. Im Folgenden möchte ich zunächst noch etwas mehr ausführen, was mit Kilesas in der Lehre Buddhas gemeint ist. Und den Hauptteil meines Vortrages wird dann ausmachen, zu ergründen, wie wir mit Kilesas geschickt auch umgehen können. Und dabei werde ich natürlich auch die Art stark mit einbeziehen, wie sie Sayadaw Utechaniya lehrt. Zunächst ein kurzer Hinweis, wie die Kilesas, die Geistesgifte in der Lehre Buddhas eingeordnet sind. Buddha hat die vier befreienden Wahrheiten gelehrt und sie beschreiben das Elementare seiner Lehre, das, was wir verstehen und praktizieren müssen, um dann mit dieser Methode zu innerer Befreiung von Stress und Unzufriedenheit zu gelangen. Die erste Wahrheit oder Tatsache sagt, Dukkha, Leiden, Stress, Frustrationen sind eine Realität. Ängste, einengende Aggressionen, ungesunder Ehrgeiz, Täuschungen, auch jede noch so kleinste Unzufriedenheit gehört dazu. Und es ist auch eine erste Aufgabe, wie das Stephen Batchelor bezeichnet. Die Aufgabe ist, dieser Realität müssen wir uns wirklich vollständig öffnen. Gar nicht so einfach.
Die zweite befreiende Wahrheit sagt, es gibt Ursachen, dass wir uns immer wieder unnötig stressen und verspannen. Die Kelesas, die Geistestrübungen, sind eine Beschreibung dessen, was uns leiden lässt. Saido Utechaniya sagt zum Beispiel, die Kelesas machen den Geist müde. Und er meint auch damit, oder hat es auch schon so gesagt, es ist quasi auch die Kelesas, die etwas Wichtiges an unserer Lebensqualität ausmachen. Wenn diese Ursachen, die Kelesas, nicht da sind, dann zeigt sich die dritte Wahrheit. Innere Freiheit von Stress und Unzufriedenheit, ein Zustand inneren Friedens. Und Buddha sagt, jeder Mensch hat das Potenzial, diese innere Freiheit vollständig zu erlangen. Zunächst geschieht das nur mal momentweise. Ein Herz und Geist sind in diesen kleinen Momenten das, was dann eben auch als erwacht bezeichnet wird. Offen, mitfühlend, klar, leicht, flexibel, gelassen, zufrieden. Die vierte befreiende Wahrheit zeigt den Weg zur inneren Befreiung, ein dreifaches Training von Herz und Geist. Wie zu Beginn erwähnt, die Festigung einer ethischen Integrität, dann die Entwicklung von Weisheit und als drittes die Schulung von Herz und Geist in Meditation. Und es geht in diesem Training darum, richtig und auch tief zu verstehen, wie die Dinge sind. Und es ist dieses Verstehen, das uns von den Kilesas, vom Leiden befreit. Und da in diesem Verstehen und auch bei den Kilesas, das gibt es sehr viele Subtilitätsebenen. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Soweit eine grobe erste Einordnung der Kilesas im Rahmen der vier befreienden Wahrheiten. Traditionell wird der ganze Kilesa-Komplex in drei grundlegenden Geistesgiften zusammengefasst. Habt ihr auch schon gehört, in Verlangen, in Aversion oder Ablehnung und als drittes in Täuschung oder Unwissenheit. Verlangen, habe ich auch heute Nachmittag schon gesagt, ist ein Zeichen, dass unser Geist meint, jetzt ist etwas nicht in Ordnung, es fehlt etwas. Er will etwas, was nicht da ist. Mehr Distanz zu anderen, weniger Gedanken, mehr Intensität. Ein gegenteiliger, heilsamer Zustand von Verlangen wäre Los- oder Seinlassen oder Großzügigkeit. Aversion zeigt uns, dass wir etwas ablehnen, was gerade da ist. Eine Unsicherheit oder Angst, die wir gerade spüren, die Art, wie jemand spricht, was er oder sie gerade tut. Hier, der gegenteilige heilsame Zustand von Ablehnung ist Metta, ein freundliches Wohlwollen. Und auch hier, sowohl Verlangen als auch mal Aversion manifestieren sich in tausend Formen. Sie zeigen sich im Körper und auch in bestimmten Gedankengängen. Täuschung oder Unwissenheit ist das dritte Grundkilesa. Es ist die eigentliche Ursache aller Kilesas. Wir täuschen uns über die Wirklichkeit. Wir erkennen nicht, wie befriedigend etwas ist, wie lange etwas andauert, oder auch wie stark wir es kontrollieren und beeinflussen können. Unwissenheit ist wie ein Schleier, der direkte Erkenntnis verhindert. Geshe Rabten, ein verstorbener tibetischer Lehrer von Fred von Almen, sagt, Unwissenheit ist ein verblendeter Zustand des Nichterkennens, weil der Geist sich über Elementares im Unklaren ist. Und so etwas Elementares ist jetzt in der buddhistischen Lehre zum Beispiel die Vergänglichkeit. Ein Beispiel, ich kann an der Beerdigung eines Freundes sein und die Realität von mir fernhalten,
dass auch ich selbst jederzeit sterben kann. Und wegen dieser Täuschung, weil ich diese Realität von mir fernhalte, führe ich ein Leben, als würde dieses sicher noch lange andauern. Woody Allen sagt mit seinem eigenen Humor über diese Täuschung: Vor dem Tod habe ich keine Angst. Ich will bloß nicht dabei sein. In unserer Praxis können wir Unwissenheit oder Täuschung als eine So-Lala-Achtsamkeit erkennen. Wir bleiben oberflächlich und ungenau, leicht distanziert von der Erfahrung. Zum Beispiel Langeweile kann ein Zustand des Distanzierens sein, sich nicht mehr auf momentane Erfahrungen einlassen wollend. Und Täuschung zeigt sich auch als nicht wissen wollen, was los ist. Ich will es gar nicht so genau wissen, ziehe die angenehme Dumpfheit vor und blende den Preis aus, den ich dafür bezahle, die Einschränkung meiner Lebendigkeit. Ich will gar nicht so genau wissen, wie der Zustand meiner Gesundheit ist, meiner Partnerschaft oder welches die Realitäten unserer Gesellschaft sind. Der gegenteilige heilsame Zustand von Unwissenheit und Täuschung ist Weisheit. Ein klares Sehen und Verstehen. Unwissenheit, quasi auch das Grundkilesa und damit dann auch die anderen, löst sich auf, wenn als Grundlage Gewahrsein da ist und daraus dann auch Verstehen. Dazu ein Zitat. Ein älterer Schüler kam zur Meisterin und sagte: Ich habe viele Lehrer aufgesucht und sie um Rat gefragt. Ich habe auf der Suche nach Erwachen alle Vergnügungen aufgegeben. Ich habe gefastet, mich dem Zölibat unterworfen und Tage und Nächte lang meditiert. Ich habe alles getan, was von mir verlangt wurde. Ja, ich habe alles aufgegeben und jede Qual und jedes Leiden auf mich genommen. Was soll ich tun? Die Meisterin antwortete: Gib das Leiden auf. Manchmal braucht es einfach eine komplett andere Sicht. Eine solche hat im Mittelalter Kopernikus eingeführt. Er hat dort damals eine eben für damalige Zeiten herausfordernde Sichtweise vertreten, denn es war damals klar, die Erde ist das Zentrum des ganzen planetarischen Systems. Und als Kopernikus ein anderes Weltbild postulierte, gab es heftigste Reaktionen. Damals kann man sagen, war es kontraintuitiv, dass die Erde nicht mehr das Zentrum sein soll und sich wie die anderen Planeten um die Sonne bewegt. Eine Revolution damals für das bisherige Verständnis. Und jetzt bezüglich Kilesas sehe ich auch zwei revolutionäre Sichtweisen, die unser Verständnis von ihnen neu prägen können. Buddha hat sie vor über 2500 Jahren auch schon vertreten. Eine erste ist, Kilesas sind nur Besucher und Besucherinnen. Sie sind nicht unsere Natur. Das heißt, Kilesas sind nicht naturgegeben oder die Essenz unseres Wesens. Stattdessen sind sie temporär und eben können dadurch auch aufgelöst werden. Ein Bild, das ihr vielleicht auch schon gehört habt, ein klassisches, ist das der Sonne. Die Sonne symbolisiert unser eigentliches Sein, Helligkeit, Klarheit, Herzenswärme. Und die Leuchtkraft der Sonne wird durch Wolken bedeckt. Und Kilesas, die sind wie die Wolken. Wenn die Kilesas da sind, die Wolken, dann sehen wir weniger klar, sind nur so solala achtsam. Es gibt Wutgewitter, es gibt nebulöse Zustände.
Aber die Natur von Wolken und von Kilesas, die ist nur flüchtig, sind vorüberziehend und unter bestimmten Bedingungen entstehen und vergehen sie. Buddha hat es so ausgedrückt, Ingeborg hat das Zitat auch schon gebraucht, Geist ist in seiner Natur strahlend und rein. Er scheint. Er ist wegen besuchenden Kräften bekannt als Kilesas. Es ist wegen besuchenden Kräften bekannt als Kilesas, weshalb wir leiden. Shunryu Suzuki Roshi, ein Zen-Meister, der in den USA gelebt hat, meinte einmal in einer spontanen Rede zu den Meditierenden, ihr alle seid vollkommen, vollkommen okay, so wie ihr seid. Und ein bisschen Vervollkommnung könntet ihr durchaus vertragen. Also dieses, ihr seid, wir sind okay, symbolisiert die Sonne. Und die Wolken symbolisieren, wir haben vielleicht doch noch dies und jenes zu tun. Jetzt noch eine zweite kopernikanische Wende in der Meditation mit Kilesas. In den Jahren meiner etwa 30-jährigen Meditationspraxis hat sich eine für mich dann auch mehr und mehr kopernikanisch anmutende Wende mehr und mehr auch herauskristallisiert. In den ersten Jahren der Meditationspraxis taten sich eben natürlich auch dank gestärkter Achtsamkeit immer mehr kleinere und größere Unzulänglichkeiten auf. Es zeigten sich mehr und mehr Unzufriedenheiten und auch negative Muster. Die Tiefe ihrer Verwurzelung wurde auch immer offensichtlicher. Und dadurch entstand auch unbewusst die Schlussfolgerung, es gibt ganz viel zu tun, viel zu bewältigen, viele Hilfsmittel zu entwickeln, viel zu praktizieren, das braucht sehr viel Bemühen. Und in einem gewissen Sinn stimmt das ja auch, es gibt einiges zu lernen, es braucht lange Praxis und Übung für die meisten. Und dank den über die Jahre entwickelten Hilfsmitteln haben sich auch Praxis und mein Wohlbefinden entwickelt. Und doch, es war lange auch zu viel Machen, zu viel Krampf, zu wenig Leichtigkeit dabei. Und auch da gibt es viele Subtilitätsebenen. Und je länger meine Praxis gedauert hat, umso mehr habe ich entdeckt, dass es sehr wenig bis fast nichts zu tun gibt. Schon mal ganz viel ist, mit Interesse gewahr zu sein. Nur mal das. Die zweite kopernikanische Wende ist für jene eine Herausforderung, die gerne viel machen, zielorientiert sind, ehrgeizig, auch ungeduldig mit dem Prozess der Meditation und ungeduldig vielleicht auf einen besonderen Flash oder auf ein High warten. Hier heißt es, weniger tun, auch wenn noch so viele Kilesas spürbar sind, eben mal primär mit Interesse entspannt gewahr zu sein. Manchmal hilft es auch, etwas zu tun und einen Schluck Wasser zu nehmen. Das heißt nicht, gar nichts mehr tun. Jetzt möchte ich vier Hilfsmittel beleuchten, die uns im Umgang mit Kilesas helfen können. Ihr habt auch von denen schon gehört. Ich möchte mit meinen Anregungen helfen, das Verständnis zu vertiefen. Es sind da Entspannung, die Sichtweise und die Haltung als zweites, Gewahrsein und Achtsamkeit, das drittes und viertes, das Erforschen. Zunächst zur Entspannung. Entspannung, das tönt schon mal einfach mal gut. Gerade in unseren heutigen gestressten Zeiten.
Was ist nun genauer mit Entspannung auch in der Meditation gemeint? Wir achten natürlich auch auf die körperliche Entspannung, haben wir gesehen auch bei der Körperposition. Jedoch schwergewichtig ist die Praxis eine geistige. Wir schauen, wie wir auch zu einer geistigen Entspannung kommen. Und geistig entspannt bedeutet, dass unsere geistigen Bewegungen locker und flexibel sind, eine Leichtigkeit haben, dass wir nicht unnötig Energie verbrauchen und dadurch sind wir auch unbeschwerter. Oder das Gegenteil, nicht entspannt ist, wenn wir fixierend sind im Geist, festhaltend, eng, zusammengezogen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Zustände. Haben wir wahrscheinlich auch schon gesagt, die Sammlung oder das ruhevolle Verweilen sind eine wichtige Grundlage für Vipassana, das klare Sehen der Wirklichkeit. Wir müssen mit diesen unseren Erfahrungsprozessen länger verweilen können, um diese besser zu verstehen. Wir sehen weniger, wenn wir fixiert oder aufgewühlt sind. Und dank Sammlung oder stetigem Gewahrsein können wir an einem inneren Ort oder bei einer Erfahrung auch verweilen, statt reaktiv vom einen zum anderen Ort zu springen. Und eben eine zentrale Ursache von Sammlung ist Entspannung. Ich muss mich einer Erfahrung hingeben können, empfänglich sein, tief und auch umfassend in Kontakt mit dir sein. Und das geht nur entspannt. Wir brauchen folglich auch die Entspannung in der Meditation, wenn wir zu tieferer, befreiender Erkenntnis kommen wollen. Aus einem zweiten Grund brauchen wir Entspannung in der Meditation. Letztendlich geht es auf einem spirituellen Weg darum, zu einer Seinsweise zu finden, in der Herz und Geist grenzenlos offen sind. Und offen heißt zugänglich für alle Erfahrungen, flexibel, resonanzfähig. Und es liegt auf der Hand, diese Offenheit, das geht nur mit Entspannung. Eine Frage ist nun, welche Bedingungen erleichtern uns ein entspanntes Meditieren? Und ich habe hier noch ein Comic gefunden, das ich nachher aufhängen werde. Da sitzen so drei Mönche in Meditationshaltung. Zwei sind so wirklich relaxed, entspannt und lächelt. Und einer macht so ein verkniffenes Gesicht und scheint gar nicht glücklich zu sein. Und er sagt, dieser mit dem verkniffenen Gesicht, ich kann lächeln und ich kann entspannt sein, aber nicht beides zusammen, Himmelarsch. Jetzt wollen wir mal schauen, wie Entspannung möglich wäre. Haben wir heute natürlich auch schon versucht in der Meditation. Und vielleicht auch schon gesehen, wenn wir in der Meditation zu viel wollen, führt das zu Verspannung. Zu viel wollen ist Ehrgeiz, den es auch in verschiedenen Formen gibt, eine Art, ein Kilesa des Verlangens. Zum Beispiel, dass wir zu ungeduldig sind und den Dingen nicht ihre Zeit lassen, um sich zu entwickeln. Wir können am ersten Retreat-Tag zum Beispiel eben nicht zu viel erwarten, wenn wir ein stressiges Leben draußen führen und halt mal zunächst dessen Auswirkungen hier spüren. Also eben nichts erwarten, nichts hinkriegen wollen, ermöglicht uns Entspannung. Weiter kann eine angemessene Sichtweise zur Entspannung führen. Mehr dazu später, doch einen Aspekt möchte ich hier erwähnen, den ich wichtig finde. Ich würde den gerne mit Hilfe einer vorgestellten Reflexion darlegen. Und zwar, das sind Arten von Reflexionen, und das können zum Teil ganz kurze sein, die wir gebrauchen können, immer wieder als Erinnerungshilfen in unserer Praxis. Dass wir quasi unsere Gedankentätigkeit geschickt nutzen. Ich kann auch sagen, das ist ein innerer Dharma-Coach, der oder die uns einen Hinweis gibt. In Form einer Reflexion.
Und hier jetzt die Reflexion, die ich mir vorstelle. Wir können uns entspannen, weil wir wissen, den jetzigen Moment kann ich nicht ändern, denn er ist bedingt entstanden. Viele unzählige Bedingungen haben dazu geführt, dass wir uns jetzt und auch gerade so fühlen, dass jetzt gerade dieses oder dieses Gelässa da ist. Vielleicht fühlen wir uns schwer und schläfrig. Das wären wir weniger, wenn gewisse Bedingungen anders gewesen wären. Wenn ich weniger gearbeitet hätte in dieser Woche oder wenn in dieser Halle jetzt während der ganzen Zeit des Vortrags immer die Fenster ziemlich alle geöffnet wären, dann wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen weniger schläfrig. Andere Bedingungen, andere Auswirkungen. Wir können uns also entspannen, weil wir die Art akzeptieren, wie Kilesas für uns im Moment entstanden sind. Bedingt. Wir müssen auch nicht ganz genau wissen, warum. Also wir müssen nicht möglichst viele dieser Bedingungen kennen. Das führt uns hier nicht unbedingt weiter. Es reicht, zu einem entspannten Okay zu kommen, wenn wir uns sagen, hey jo, viele Bedingungen haben zu diesem inneren Zustand geführt. Das, was jetzt da ist, kann ich darum nicht ändern. Es ist bedingt entstanden. Dies also eine Art jetzt etwas ausführlicher innerer Reflexion. Und es kann dann sein, dass wir uns ganz kurz, so wie mantraartig, an solche Zusammenhänge erinnern. Zum Beispiel nur mal kurz dann wieder sagen, okay, so sind die Dinge jetzt für mich ins Sein gekommen. Ausdrückend, wie sie bedingt entstanden sind. Oder okay, so ist es halt entstanden oder so ist es halt geworden. Und das kann entspannen, es ist halt so geworden. Nach der Entspannung möchte ich jetzt zu einem zweiten Umgang mit Kilesas kommen und das ist, dass wir auf die Sichtweise achten. Die Sichtweise ist die Art, wie wir kognitiv und auch gedanklich die Welt sehen und deuten, wie wir sie auch wahrnehmen und erfassen. Ihr kennt das Bild vom Hund, der stur an einer Stelle des Zaunes einen Durchgang sucht und keine weite und auch flexible Sicht hat, um den Durchgang weiter links zu bemerken, wo es eigentlich durchginge. Es ist auch so, dass wir uns als Menschen nicht allzu sehr über die Hunde erheben müssen oder über den Hund. Auch wir kennen fixe Sichtweisen und Meinungen, wie etwas zu sein hat. Zum Beispiel, weiß nicht, unsere Vorstellung, wie sauber und geordnet unsere Wohnung sein muss oder wie unsere Gesellschaft organisiert sein sollte. Oder auch hier im Retreat können wir immer wieder so einengende Sichtweisen feststellen, Ideen, wie man sich im Zimmer verhalten sollte oder die vielen Vorstellungen, was richtige Meditation ist. In der buddhistischen Lehre wird großes Gewicht auf Sichtweisen gelegt, weil sie eben unser Leben auch so prägen. Und zum einen ist es einfach mal wichtig, sich der eigenen Sichtweisen überhaupt bewusst zu sein. Und das ist gar nicht so einfach. Oft sind es Annahmen im Hintergrund. Zum Beispiel, was wir immer wieder sehen, was sehr tief sitzt, gute Meditation wäre eigentlich im Lotussitz da zu sitzen, ohne Gedanken in einem High-Zustand. Das ist Meditation ideal. Und die Sichtweise ist, wie wenn wir Kontaktlinsen tragen. Und wenn wir die auf den Augen haben, können wir die nicht sehen, spüren natürlich schon, aber wir sehen sie nicht. Und vielleicht können wir ihre Wirkung am einfachsten feststellen, wenn wir sie rausnehmen, wie das mit und ohne diese Linsen sind. Also es geht in der buddhistischen Praxis nicht darum, einfach möglichst keine Sichtweisen mehr zu haben. Das heißt, alle Sichtweisen sind schlecht, darum will ich gar keine mehr haben. Denn auch die Sichtweise, dass ich keine Sichtweise habe, ist eine Sichtweise.
Und es geht vielmehr darum, uns bewusst zu sein, welche Sichtweisen wir haben, welche hilfreich sind und welche nicht. Der Buddha hat drei universale Sichtweisen dargelegt, die auch ein Ausdruck von Weisheit sind. Und wenn diese drei tief verstanden werden, führt das zur Befreiung von Geistesgiften oder Geistestrübungen. Da ist die Sicht von Dukkha, von Leiden, dass alles Erleben schlussendlich unbefriedigend ist. Von Anicca, dass alles vergänglich und im Wandel ist. Und Anatta, dass es kein unabhängiges Selbst gibt. Das ist auch die Unkontrollierbarkeit unseres Erlebens. Und zum Beispiel für die Meditationspraxis drückt Sayadaw Utechaniya die Sicht von Nicht-Selbst oder Unkontrollierbarkeit so aus. Es bist nicht du, die oder der die Geistesgifte entfernt, die Kilesas. Weisheit tut diese Arbeit. Also das heißt, wir können nicht einfach viel Willen aufbringen, unser Ich stark machen und damit die Geistesgifte besiegen. Nein, es ist unsere Sichtweise, unsere weise Sicht, die Weisheit, welche durch Verstehen die Geistesgifte auflöst. Und deshalb gilt es auch, Weisheit in allen Formen zu stärken. Das kann geschehen, dass uns, wie vorher gehört, ein Dharma-Coach an eine weise Sicht erinnert. Alles ist Nature, sagt Sayadaw Utechaniya öfters. Und mit Nature meint er zweierlei, das sind quasi wie zwei Arten von Sichtweisen über die Natur unserer Erfahrungen. Das eine hat auch Ingeborg schon erwähnt, alles ist bedingt entstanden. Alles entsteht aufgrund von Ursachen und Wirkungen und vergeht auch wieder. Und wenn wir das sehen, richtet sich unser Interesse auf den Prozess von Empfindungen, Emotionen und Gedanken. Wir beobachten weniger die Inhalte, sondern mehr das Kommen und Gehen. Und wir schauen auch, was diese verschiedenen Zustände mit uns machen, was uns mehr öffnet oder was uns mehr verspannt. Oder ich bemerke zum Beispiel, wenn ich mich wieder und wieder verurteile oder schon wieder zu viel gegessen habe. Wir bemerken, wie das auch bedingt entstanden ist und versuchen zu ergründen, aus welchen Ursachen denn dieses Verhalten entstanden ist. Das ist eine Möglichkeit, der Dharma-Coach sagt immer wieder, wirf den Blick auf das bedingte Entstehen. Und Nature oder die Natur der Erfahrung auch spricht noch einen zweiten Punkt an, das, was ich erlebe, ist unpersönlich. Emotionen wie Angst, Trauer, Ekel, Freude haben alle Menschen. Diese Emotionen erlebe ich zwar subjektiv, doch sie haben auch etwas Universales. Die haben alle. Und diese Sicht kann dazu führen, dass wir die Emotionen etwas weniger persönlich nehmen. Es ist zum Beispiel nicht meine Angst. Und Sayadaw Utechaniya sagt dazu, benütze die Erscheinungen von Kilesas als eine Gelegenheit, deren Natur zu erforschen. Sie sind natürliche Phänomene, sie sind nicht deine Kilesas. Alle erfahren sie. Und die Angst, die hängt auch noch von anderen Bedingungen ab. Zum Beispiel auch nochmal eine etwas ergänzende Sicht, wieder mehr bezogen auf das bedingte Entstehen. Nehmen wir mal die Angst, da gibt es viele äußere Bedingungen. Wir haben genetische Veranlagungen, gesellschaftliche, familiäre Prägungen und auch andere. Wir haben einen momentanen Zustand, eine Tagesform, die gerade Ängste mehr entstehen lässt. Also ganz viele Bedingungen, die diese Angst entstehen lassen. Und aus diesen vielen Bedingungen kommt dann auch Buddha dazu zu sagen, die Angst ist nicht ich. Sie ist nicht mein, sie ist auch nicht das, was ich bin. Könnte ergänzen, sagen, Angst ist einfach ein Geisteszustand.
Es gibt einen guten Zugang, sich auf eine einfache Art der Sichtweisen bewusster zu werden. Und das ist, wie auch schon gehört, wenn wir unserer inneren Haltung gewahr werden, die wir zu jedem Gewahrseinsmoment haben. Und auch die Haltung ist etwas, das im Hintergrund wirkt und oft nicht bewusst ist. Und Haltung bedeutet, wie ich zu etwas stehe, wie ich auf etwas reagiere, zum Beispiel eben mit den drei quälenden Geistestrübungen, mit Aversion oder mit Verlangen oder mit einem diffusen, gar nicht so genau wahrnehmen. Eine Haltung kann sich zum Beispiel auch in einem inneren Klima ausdrücken. Und da gibt es natürlich große Unterschiede. Stellen wir uns vor, unser inneres Klima ist freundlich, mitfühlend, leicht, offen, sehr heilsam, hilfreich, oder wenn wir uns ein Klima vorstellen, druckmachend, verurteilend, zynisch, von oben herab, gnadenlos hart, nicht hilfreich. Und dieses Klima, je nachdem, macht einen sehr großen Unterschied, je nachdem wie es ist, in unserem Erleben aus. Ich habe lange Jahre mit Kindern und Familien gearbeitet und dort wurde das wirklich sehr offensichtlich. Ich habe zum Beispiel dann mitgefühlt, was ein hilfreiches, förderliches, auch kreatives Familienklima mit Kindern macht, wenn zum Beispiel nur mal ein Elternteil etwas von diesem guten Klima schaffen kann. Oder auf der anderen Seite Kinder, die dann die ganze Woche in einem giftigen, einengenden oder zuvorderen Klima ausgesetzt waren. Es hat eine prägende Wirkung. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir immer wieder auf unsere Haltung achten, weil die so einen großen Einfluss hat. Ihr erinnert euch, Shunryu Suzuki Roshi hat ja vorher gesagt, ihr seid alle vollkommen, so wie ihr seid, und ein bisschen Vervollkommnung könntet ihr durchaus vertragen. Und die Seite der Vervollkommnung, das ist die Schulung von Herz und Geist. Und die geschieht eben auch bezüglich unserer Haltung. Und wie schon erwähnt, dabei geht es vor allem darum, für uns mehr und mehr sich zu sensibilisieren, was denn heilsame, hilfreiche und welches nicht heilsame, nicht hilfreiche Haltungen sind. Das ist auch eine größere Sensibilisierung, die es braucht. Und da ein ganz wichtiger Punkt, wir müssen auch hier nicht viel machen und die guten Haltungen hinkriegen, sondern primär einfach mal wahrnehmen, welche Haltungen denn gerade da sind. Sie einfach mal wahrnehmen. Und mit diesem einfach mal wahrnehmen komme ich jetzt zum dritten Punkt und das ist Gewahrsein und Achtsamkeit. Gewahrsein und Achtsamkeit, das steht, gibt es schon sehr viel darüber geschrieben, über all die Jahrhunderte. Da habt ihr selbst wahrscheinlich auch schon einiges gelesen oder auch gehört, auch schon hier im Retreat. Darum möchte ich bei diesem Punkt einfach mal ein Experiment vorschlagen. Und zwar, wir gehen am besten gerade mitten hinein. Bitte, wer das mag, schließt mal die Augen. Und jetzt macht ihr die Augen mal auf und schließt sie wieder. Könntet ihr etwas beschreiben von dem, was ihr in diesen 2 Sekunden gesehen habt? Wenn ich das mit mir mache, dann nehme ich so intuitiv einiges wahr, aber es wäre für mich schwer, das gerade alles auch in Worte zu fassen. Vielleicht jetzt noch mal ein zweites Experiment, wenn ihr noch mal die Augen schließen mögt.
Und wenn ihr sie jetzt dann öffnet, versucht mal gedanklich ein bisschen zu erfassen, was ihr denn alles seht, dass ihr das so ein bisschen besser benennen könnt, dass ihr damit mal die Augen öffnet, wenn ich es dann sage. Also wenn ihr sie jetzt wieder öffnet im Moment und jetzt auch wieder schließt. Ich habe gemerkt, wenn ich es so versuche, mehr zu erfassen, dass ich dann viel weniger mitkriege, dass ich dann mich auf ein, zwei Dinge fixiere, für die dann irgendwie auch schnell einen Namen suche. Und das zeigt so ein bisschen, wenn wir unser Leben zu stark mit Kommentaren, mit Festhalten wollen, beschäftigen, dass wir dann viel, viel weniger mitkriegen, als wenn wir einfach mal spontan die Augen öffnen, wieder zumachen und dann sagen können, es ist noch schwierig zu sagen zu können, aber wir wissen einiges, wir wissen, dass wir jetzt nicht am Meer sind, sondern hier, dass es vielleicht viele Leute hat, also es nimmt sehr, sehr viel wahr, ohne dass wir irgendetwas dazu tun müssen und auch ohne, dass wir das unbedingt benennen müssen. Das ist wieder das, die Qualität, die auch Ingeborg heute mit der Spür mal die rechte Handübung gemacht hat. Also wie wenig Bemühen es braucht, dass dieses Gewahrsein eigentlich seine Arbeit tut. Es braucht eine Ausrichtung, also wir mussten die Augen öffnen. Das war quasi so ein kleiner Bemühensimpuls. Aber der Rest geschah wie von selbst. Und es hat sich auch gezeigt, wenn er stärker fokussiert sind und vielleicht auch verspannen, ich möchte jetzt mitkriegen, genau was ich wirklich sehe, dass wir dann viel weniger mitkriegen. Und es macht unsere Praxis auch leichter, wenn wir diesen Zusammenhang von Gewahrsein und wie viel Energie und Bemühen wir behalten, wenn wir den präsent halten. Und statt Gewahrsein zu machen, achtsam sein zu wollen, sich dazu bemühen, könnte es auch eine Art Mantra sein, das brauche ich auch für mich immer mal wieder, Gewahrsein geschieht. Ab und zu auch so daran erinnern. Auch wieder mit unserem Dharma-Coach. Und das heißt quasi wie, das Wahrnehmen ist auch eine Funktion unseres Geistes. Man könnte auch mit den Worten von Ute Chania sagen, Gewahrsein tut seine Arbeit, mich braucht es dazu gar nicht. Und was für mich auch, das kann ich ein bisschen davon erahnen, wenn ich 2 Sekunden die Augen öffne, wenn Gewahrsein nicht behindert ist, und das würde auch heißen, wenn gar keine Wolken, keine Vorstellungen zum Beispiel da sind, wenn es nicht behindert ist, ist es großartig, was es alles wahrnehmen kann. Das auch ein kurzer Input, dass wir mit dieser Art Gewahrsein auch Kilesas ganz anders wahrnehmen können. Wir können das dann morgen auch mal im Zusammenhang, wenn irgendein Hindernis oder sonst was da ist, mal achten. Einfach mal sagen, jetzt schaue ich mal, wie Gewahrsein geschieht, wenn dieser Zustand oder diese Emotion oder was auch immer gerade da ist. Jetzt komme ich nur zu einem vierten Punkt, und das ist das Erforschen, das dann zu Verstehen und Weisheit führt. Der Buddha hat im Kalama Sutta gelehrt, glaube nicht, weil es so in den Schriften gesagt wird, weil deine Familie dahinter ist, weil dein Lehrer es so erzählt. Brenne es, teste es, kratze es auf, lasse Säure darüber laufen, wäge es, tu alles, was du kannst, wie wenn du Gold testen würdest, um zu sehen, ob es das tatsächlich ist oder nicht. Wir würden heute vielleicht ein anderes Bild brauchen, aber ich glaube, es kommt heraus, was Erforschen auch heißen kann. Und da sind viele Qualitäten drin, die es im Erforschen braucht. Das ist mal das Experimentieren und das Entdecken von etwas Unbekannten. Freude entsteht zum Beispiel, wenn wir in der Meditationspraxis irgendein Experiment für uns kreieren. Ich denke da zum Beispiel an ein Kind, das vor einem Ameisenhaufen sitzt und da sich mal ganz hingibt. Einfach mal staunt, was dieser Ameisenhaufen, was sich da alles tut.
vielleicht man ein Stecklein irgendwo hinhält und schaut, was die Ameisen dann machen. So eine vollständige, faszinierte Hingabe an etwas. Stellt euch mal vor euch wäre Langeweile statt der Ameisenhaufen, ihr würdet euch mal Langeweile oder einem anderen so Zustand so hingeben. Oder auch einem positiven, mal der Unbeschwertheit sich so hingeben, mal so schauen, wie das ist, wenn wir unbeschwert sind wie der Ameisenhaufen. Ein anderes Bild, ein Forscher oder eine Forscherin, die spezialisieren sich und loten ein Gebiet aus oder wollen auch dort Neues entdecken. Und so können wir ähnlich eine Haltung haben, wenn wir ein Muster von uns ausloten, damit auch experimentieren und das dann eben auch über längere Zeit mal verfolgen. Erforschen braucht auch einen Scharfsinn, der die Dinge sehen will, wie sie sind, der zum Beispiel auch Überzeugungen und Annahmen hinterfragt. Und zum Erforschen gehört auch ein Verstehen wollen, warum etwas so ist, eben wie es entsteht. Und da passt gut der Begriff Ergründen dazu. Ein Suchen nach Gründen und Bedingungen. Quasi erforschend gehen wir etwas auf den Grund. Und ein traditionelles Bild dazu ist von weiser Achtsamkeit, dass weise Achtsamkeit wie ein schwerer Stein ist, der auf den Seeboden sinkt. Also er gibt sich nicht an der Oberfläche zufrieden, sondern er will wie auch in die Tiefe gehen und tiefer verstehen. Auch noch ein Punkt, das Erforschen kann eben auch eine Faszination bewirken. Für mich ist es manchmal die Komplexität dieses Zusammenspiels in unserem Geist, auch im Zusammenhang mit dem Körper, das ist manchmal einfach nur faszinierend, was sich da alles tut und wie das auch zusammenspielt. Es gibt eben ein Wort, finde ich, das diese Qualitäten von Entdecken, Scharfsinn, Verstehen, auf den Grund gehen, auch fasziniert sein enthält, und das ist das Wort Interesse. Habt ihr auch schon ab und zu gehört? Das kann ein Punkt sein, dass wir Interesse erforschen, verstehen wollen, den Ameisenhaufen betrachten. Das ist so eine Qualität, auch im Zusammenhang mit den Kilesas in unsere Praxis bringen. Es gibt natürlich auch beim Erforschen Tücken. Wachsam gilt es zu sein, wenn wir zu analytisch werden. Denn in das Erforschen kann sich auch ein Verlangen mischen, welches die Erfahrung und die Unmittelbarkeit trübt. Also wenn wir zu fest verstehen wollen, so zu analytisch sind, engt das unseren Blick ein. Dieses feste Verstehen wollen kann natürlich von verschiedenem motiviert sein. Also zum Beispiel, wenn wir subtil auch nur erwarten, dass durch das Erforschen der Schmerz weggeht oder dass dadurch die Freude lange bleiben soll, dann können wir diesen Zustand schlechter erforschen. Dann mischt sich da noch eine Erwartung oder ein Verlangen hinein. Es kann auch sein, dass wir an der Kreativität festhalten, immer möglichst kreativ mit unseren Zuständen erforschen oder sein wollen, auch weil das uns einen Kick gibt und wir Neues entdecken können. Auch da beim Kreativen kann sich ein Verlangen, ein zu viel an Verlangen hineinmischen. Ich komme noch bei mir zur letzten halben Seite. So ein bisschen am Schluss. Ich habe jetzt vier Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir mit den Kilesas, wir auch mit der Sicht mit Gästen umgehen können. Und eigentlich habe ich mich dabei nicht direkt mit Kilesas beschäftigt, nicht mit ihrem Inhalt, sondern mehr mit dem Drumherum, mit der Entspannung, mit der Sichtweise und der Haltung, mit dem Gewahrsein, in dem diese Kilesas stattfinden, und auch mit dem Erforschen, mit dem wir mehr zu verstehen suchen, und dass wir schauen, mit welcher Forscherinnenhaltung wir dabei sind.
Also das finde ich etwas Wichtiges, das ist auch das, was wir hier besonders betonen. Wir schauen nicht so sehr auf die Objekte und Inhalte, sondern wir schauen, wie wir gewahr sind, ob wir entspannt sind, welche Haltung wir haben, ist Interesse da. Es ist auch eine Möglichkeit, mit den Kilesas quasi umzugehen oder uns auf sie zu beziehen. Man könnte sagen, Weisheit auf der einen Seite und Kilesa auf der anderen Seite, die schließen sich aus. Das sind wie zwei Pole. Und so in einem gewissen Sinn kann man sagen, das ist wie der Pol, das Gute gegen das Böse. Einfach in etwas anderen Kleidern. Und als ich das so vorbereitet habe, habe ich mich an meine Arbeit mit den Kindern erinnert. Und dort gab es auch häufig mal wieder, so ganz allgemein gesagt, einfach das Gute, das gegen das Böse gekämpft hat. Also da war dann im Spiel oder im Sandkasten irgendein schrecklicher Drache, der von einer sehr cleveren Piratin oder von einem weiseren Menschen oder alten Mann quasi wie überlistet besiegt oder in die Flucht getrieben wurde. Es ist ein urmenschliches Thema von Gut und Böse oder eben hier sehen wir von Weisheit und Kilesas. Und ein bisschen ähnlich war es auch so wie quasi das Sinnbild oder die Metapher ist, als Buddha kurz vor seinem Erwachen unter dem Bodhibaum gesessen ist, so meditierend. Und da wird in der Legende gesagt, dass er von verschiedensten Kräften, symbolisiert als Mara, das Böse geprüft wurde. Alle erdenklichen Anwürfe, Bedrohungen und quasi all diese Bedrohungen, das waren quasi die Kilesas, die sich dann verschieden als schöne Frauen oder als schreckliche Krieger, eben Symbolisierungen von diesen Kilesas. Und der Buddha hat da unter dem Bodhibaum nicht mit Waffen gegen Hass, Gier und Täuschung gekämpft, sondern eben er hat Weisheit eingesetzt. Und das heißt im Zentralen, er hat Mara durchschaut. Er saß ruhig da, sicher auch entspannt und mit einem offenen, wachen Gewahrsein. Ich stelle mir vor, er war auch wohlwollend diesen Mara-Kräften gegenüber, bis eben Mara sich durchschaut gefühlt hatte und sich so dann auch er und die Kilesa-Bedrohungen sich aufgelöst, verflüchtigt haben. Und ich denke zum Schluss, diese Kilesas, die sind eine starke Kraft und wirklich eine tiefe Gewohnheit. Und deshalb ist es auch wichtig, dass Bonton die Weisheit wirklich gut und tief zu entwickeln. Und zwar nicht mit martialischen Hilfsmitteln, sondern eben mit Verstehen, mit Gewahrsein, dass es braucht, um verstehen zu können. Das sind quasi wie die Hilfsmittel von Weisheit.